Herzlich willkommen auf Machercheck's Entschleunigungskanal. Altmodisch, wie ich bin, werde ich wieder was vorlesen. Vielleicht habt ihr ja Zeit und Muße, dem zu lauschen. Und zwar aus dem ersten Buch Machercheck. Ich muss gestehen, ich lese manches davon zum ersten Mal jetzt gerade. Flashbacks ohne End holen mir ein, aber legen wir los. Okay, auf Seite 5. Machercheck war gerade bei der Morgentoilette, als es an der Tür klopfte wie verrückt. Er ließ die Zeitung fallen und sprang auf. Dabei stolperte er über seine Hosenbeine und fiel der Länge nach aus dem Bad heraus. Er prallte mit dem Oberkörper auf die Vorzimmerkommode. Sein Ellbogen traf dabei den Rand des Tellers, der dort wahnwitzigerweise herumstand, während sein Kinn die Kante des Möbels radierte. Der Teller nutzte die Kraft des Hebels und erhob sich blitzschnell bis an die Zimmerdecke, wo er in tausende Scherben zerbarst, die sich wie feiner Hagel langsam und klirrend mit ihren kleinen scharfen Kanten auf Machercheks Rücken und Hinterkopf verteilten. Damit nicht genug hatte der Teller, um den Flug zu beschleunigen, Ballast abgeworfen und die pelzigen Nudelreste von vor undenklichen Zeiten in alle Himmelsrichtungen an den Wänden verteilt. Machercheck konnte sich nicht länger mit Kinn und Ellbogen an der Kommode halten, rutschte ab und knallte mit voller Wucht am Boden auf. Der Lärm schreckte Jackie, die verlauste Promenadenmischung, auf, die jaulend herangeeilt kam und sich zur Beruhigung in Machercheks linker Wade verbiss. Das macht sie immer, wenn sie nervös ist. Sonst tut sie das nur, wenn sie hungrig, müde oder schlecht gelaunt ist oder wenn sie mal nicht gut einschlafen kann. Manchmal beißt sie Machercheks Wade aber auch einfach aus Verdess. Wie durch ein Wunder hat die Sonnenbrille ihre Fassung nicht verloren und den Sturz unbeeindruckt auf Machercheks Nase überstanden, als wäre dies die übliche Art, das WC zu verlassen. Machercheck krallte sich den nächstbesten Fetzen, um seine Blutung am Arm zu stillen. Er raffte sich zusammen und humpelte zur Tür. Dabei stolperte er mit dem rechten Fuß in seine Gitarre, die scheppernd und krachend in die Brüche ging. Blut überströmt, die Hose bei den Knien, den Hund am einen Fuß, die Gitarre am anderen, die Genitalien vom überlangen Holzfällerhemd-Pyjama knapp bedeckt, die Sonnenbrille leicht schräg im Gesicht, in einer Hand einen blutgetränkten Fetzen, in der anderen die Türklinke, öffnete Machercheck die Tür und sein Blick erstarrte. »Na, Single aus Leidenschaft?« fragten ihn zwei stahlblaue Augen, tiefgründig und ruhig wie der pazifische Ozean an einem windstillen Sommertag. Kapitel Ende. Schönen Tag. Friedlich, hoffentlich.